Heute testen wir 100 neue Mythen in Minecraft 1.20 und wir gucken, ob diese wahr oder falsch sind. Angefangen mit dem ersten Mythos. Kamele können über 13 Blöcke weit springen. Wie wir alle wissen, kann man mit Kamelen sehr weit springen, aber sind 13 Blöcke drin? Halt's Maul! Dieser Mythos ist wahr. 13 Blöcke sind machbar. Der nächste Mythos besagt, dass man anscheinend jedes verzauberte Buch unendlich oft duplizieren kann. Und das Ganze über ein volles Bücherregal hier. Alle 6 Bücher müssen drin sein und jetzt macht man halt mit einem verzauberten Buch Rechtsklick drauf. Und... wait. Ja, man kann... Digga, was? 98, 999 und 1000. Ja, ist cool, oder? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn wir stehen kurz vor den 150.000 Abonnenten. Kommen wir zum nächsten Mythos. Und zwar kann man sein Spiel jederzeit pausieren. Okay, nehmen wir an, ich will einmal die Bastion looten, gucke hier runter und werde einfach mal von hinten runtergeschossen. Zack. Dann kann ich über die Tastenkombination Escape und F3 mein Spiel pausieren. Was einmal geht nicht. Ich habe aber ein Boot. Ich habe ein Boot, ich kann mit einem Boot MLG'n. Aber ich muss mich auch da direkt hochbauen oder mich generell jetzt sicher einbauen, denn da sind 3 Piggybrutes vor mir, die mich unten erwarten. Das heißt, ich drücke auf Escape, ich MLG mit dem Boot und baue mich einmal hoch und bin safe. Also der Mythos ist wahr und es ist wirklich ein geiles Feature. Es gibt ja jetzt die neuen Bamboo Rafts und der nächste Mythos besagt, dass diese Rafts schneller als normale Boote sind. Und das finden wir jetzt heraus. Mit normalen Booten erreicht man eine höchste Geschwindigkeit von 8 Metern pro Sekunde. Und jetzt gucken wir mal, ob das Raft schneller ist. Und es ist nicht schneller. Wie ihr wisst, wurde jetzt diese neue Rüstung hinzugefügt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass man Netherite-Rüstungen nicht mit Netherite-Ingots verschönern kann? Aber der nächste Mythos besagt, dass das anscheinend doch geht. Und wir somit eine illegale Rüstung erschaffen können. Und zwar können wir auf Diamant-Rüstungen Netherite-Ingots draufhauen. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt haben wir einmal Netherite auf der Diamantrüstung. Aber jetzt können wir auch noch die Diamantrüstung mit dem Netherite Ingot zu Netherite-Rüstung machen. Das heißt, zack, 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 zack. Und jetzt sind wir im Besitz einer illegalen Rüstung, die eigentlich nicht existieren dürfte. Und es sieht aber auch echt geil aus, muss ich sagen. Bleiben wir gleich hier bei den Rüstungen, denn der nächste Mythos besagt, dass diese Rüstungen in der Nacht leuchten. Ich meine, ich glaube, ich habe noch nie darauf geachtet, aber es wäre schon geil, ne? Und... Das ist kein Leuchten, oder? Boah, aber wie geil wäre das, wenn man mit einem Glow-Insect irgendwie die Rüstung zum Leuchten bringen könnte? Das müssen sie noch ändern. Ist euch schon mal aufgefallen, wie ähnlich sich Vexus und Alex sehen? Ich meine, guckt ihr mal an. Oh Gott. Guckt ihr mal an, wie klein und süß er aussieht. Und guckt ihr an, wie er aussieht. Digga, die sehen beide so süß aus. Der nächste Mythos besagt, dass wenn dieser Vex sein Schwert abnutzt, er wieder harmlos wird und aussieht wie ein LA. Bro, wie wütend er ist. Er muss mich jetzt ein bisschen kaputt hauen, damit ich sein Schwert abnutze. Okay, nach einiger Zeit sollte der Vex dann sein Schwert verloren haben und... Er ist immer noch weg. Oh mein Gott, wie süß er mich aber... Bro, wie süß er mich schlägt, hä? Ja, guck mal. Er gibt mir so eine Ohrfeige, Digga. Der nächste Mythos besagt, dass man anscheinend über Notenblöcke und die Köpfe der Mobs, die Sounds dieser Mobs abspielen kann. Das heißt, wir gucken mal hier. Hier dürften jetzt so Piglin-Sounds kommen. Digga, und die kommen auch. Hä, wie geil. Ja, ich muss sagen... das ist Real Talk geil. Kommen wir direkt zum nächsten Mythos. Geht das Ganze auch bei Player Heads? Die Frage ist jetzt, mit welchem Kopf fangen wir an? Ey, by the way, vergesst doch nicht, das Video zu liken. Würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Trimax. Auf 3, okay? 1, 2, 3. Okay, nein, das war ein Witz, Bro. Es geht natürlich nicht, ne? Da passiert nichts. Aber es wäre auch echt... Es wär geil, oder? Der nächste Mythos besagt, dass es anscheinend geheime Kreise in Minecraft gibt. Wie wir ja wissen, ist Minecraft ein Blockspiel. Aber was ist dann das? Und eine Frage, was ist das? Das ist ein Kreis, oder? Was ist das hier? Ist das ein Kreis? Auch, oder? Ja, okay, das ist der kreisigste Kreis, den ich machen kann. Das heißt, dieser Mythos ist wahr. Kommen wir zum nächsten 1.20-Mythos. Und zwar besagt er, dass man Lederrüstung nicht mit den Templates verschönern kann. Nehmen wir einmal die Rüstung, die 2 Sachen raus und gucken mal, ob wir die Rüstung upgraden können. Nein. Aber das liegt nicht daran, weil es nicht geht, sondern weil wir gerade in der falschen Version sind. Wir sind in der 23W04A und das Ganze sollte in der neueren Version anders aussehen. Jetzt dürfte es eigentlich funktionieren. Wir sind jetzt gerade in der 23W05A, das heißt in der neueren Version, und jetzt versuchen wir es nochmal und es funktioniert. Das heißt, dieser Mythos ist falsch. Wie wir alle wissen, wird bei Weakness der Spieler schwächer. Aber nächste Mythos besagt sogar, dass man die Gegner bei einer gewissen Höhe von Schwäche gar nicht mehr schlagen kann. Wir können jetzt schlagen. Wir geben uns aber jetzt einmal Weakness 1 und gucken mal jetzt. Hä? Digga, wir können die... hä? Wir können die jetzt schon nicht mehr schlagen? Und zwar gibt es ja diese neuen Templates, mit denen man die Rüstungen macht. Und der Mythos besagt, dass man in jedem einzelnen Wüstentempel mindestens ein Template findet. So, einmal runter. Und wir haben einmal keinen.
keinen und keinen. Der nächste Mythos besagt, dass man durch Netherportale Schneebälle, Pfeile, was auch immer, durchschießen kann. Bro. Bro, hä? Wie kannst du mich treffen, ne? Digga, ich... Bro! Digga. Der nächste Mythos besagt, dass man mit einer verbesserten Netherite-Rüstung, also mit so einer, zack, 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 weniger Knockback bekommt, als mit einer normalen Dia-Rüstung. Da ja Netherite-Teile jetzt da drin vorhanden sind und wenn man eine Netherite-Rüstung anhat, bekommt man ja auch weniger Knockback. Wir gehen einmal kurz auf die Plattform hier und lassen das einmal abschießen. Wir sind fast unten. Wir sind unten, okay? Und jetzt machen wir das Ganze noch mit der anderen Rüstung. Und es ist gleich mit Knockback. Der nächste Mythos besagt, dass wenn man vom Pfeilen getroffen wird, die Pfeile immer an derselben Stelle landen. Das heißt, wenn ich mich jetzt ein paar Mal abschießen sollte, dann sehen wir, einmal habe ich einen Pfeil im Kopf, im linken Arm und im rechten, ja, in der Hüfte hätte ich gesagt. Ja, in der Hüfte haben wir einen. Okay, die Pfeile sind weg. Ich würde sagen, wir schießen uns das nochmal ab und wir gucken, ob sie im Kopf, im linken Arm, in der Hüfte und im Gesicht landen. Okay, wir haben einen Pfeil im Gesicht, wir haben einen am Kopf, wir haben einen im linken Arm, wir haben einen in der rechten Hüfte. Hä, stark. Also der Mythos ist sowas von wahr. Kommen wir zum nächsten Mythos. Und zwar soll man auch, wie beim Netherportal, Schneebälle und so weiter durch das Portal durchschießen können. Schneebälle, juhu. Okay, es funktioniert. Dieser Mythos ist mal wieder wahr. Digga, was? Digga. Oh mein Gott! Wir kennen ja alle jetzt inzwischen die neuen Schilder. Die Hanging Signs, ja? Das hängt da jetzt zu. Aber der nächste Mythos besagt, dass man die ganzen Schilder auch in der Luft schwebend platzieren kann. Und das finden wir jetzt heraus. So, passt auf, wir machen einmal so eine Wand, hängen das Sign dran und wir bauen die Blöcke ab und jetzt haben wir ein schwebendes Schild. Okay, das ist ja schon cool, aber passt mal jetzt auf, was ich jetzt mache. Ich bin der Beste, Digga. Halsmaul. Ich habe darauf nie geachtet, aber anscheinend soll Prismarin seine Farbe ändern. Wir gucken mal kurz. Also jetzt hat es halt so einen leichten grünen Touch. Ja, das ändert seine Farbe. Ja, auf, okay. 100%. Jetzt ist es hellblau, gerade eben was grün. Man kann Netherite Horse Armor erstellen. Das Ganze einmal über das Netherite Upgrade, einem Netherite Ingot. Und jetzt gucken wir halt, ob wir die Pferderüstung reinlegen können und sozusagen halt dann eine Pferde-Netherite-Rüstung erhalten. Und das Ganze geht leider nicht. Und zwar besagt der nächste Mythos, dass man genauso wie die normale Rüstung, Pferderüstung auch mit diesen neuen Templates verschönern kann. Und natürlich können wir das auch nicht machen, ist obvious, aber es wäre halt auch wirklich cool, wenn es gehen würde. Anscheinend sollen Schildkröten, wenn sie von einem Blitz getötet werden, Bowls droppen. Immer noch da ist eine! Noch eine, hey, real talk? Warum droppen die Schüssel? Also gibt es dafür irgendeine Erklärung? Es gibt ja einmal den Glücks- und den Unglückseffekt in Minecraft. Und der nächste Mythos besagt, dass sich diese zwei Effekte gegenseitig aufheben, wenn sie die gleiche Stufe haben. Also erstmal für ein Gefühl, wir geben uns mal ein Glück 10 und wir angeln mal, damit wir gucken, was wir so bekommen. Das wäre jetzt in dem Fall ein Bogen mit Mending und Power 4. Wenn wir uns jetzt aber auch den Unglückseffekt in Stufe 10 geben, gucken wir mal, ob wir jetzt immer noch so einen krassen Bogen angeln oder ob wir jetzt wieder normal nur Fische angeln. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich mir vorstellen. Okay, ein Pufferfisch. Ja, ist das okay? Niemals bekomme ich einfach so eine Nautilus Shell. Ein Rotten Flash? Ja, was angel ich denn, hä? Irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass sich diese zwei Effekte annullieren. Ey, real talk, ich glaube, sie gleichen sich aus. Wie wir alle wissen, kann man Rüstungen, die mit Curse of Binding verzaubert sind, nicht mehr ausziehen, nachdem man sie angezogen hat. Und was ich mich jetzt gerade frage ist, wie sieht das Ganze aus, wenn man ein Curse of Binding Buch in das Chiseled Bookshelf reinlegt? Kann man jetzt das Buch reinlegen und wieder rausnehmen oder bleibt das stecken wie bei dem Enchantment, wenn man es auf einer Rüstung hat jetzt? 3, 2, 1, go! Ja, okay, alles klar, okay. Krass. Das heißt, dieser Mythos ist falsch, man kann es wieder rausnehmen. Dann direkt der nächste Mythos, ähnlich wie der gerade eben. Diesmal aber mit einem Curse of Vanishing Buch. Die Frage ist jetzt, wenn ich es reinlege und ich baue den Block ab, verschwindet das Buch? Okay, nein, das Buch verschwindet nicht. Was aber verschwindet, ist das Bookshelf, hä? Bro, wie random. Und zwar soll man ein Netherportal anmachen können über ein Bett. 3, 2, 1. Oh, okay, es funktioniert, wie geil. Aber nicht immer, ne? Nur manchmal. Der nächste Mythos besagt, dass man Aura von einem Charge Creep. Also der Mythos besagt, dass wenn ich dem jetzt Unsichtbarkeit gebe, verschwindet er aber seine Aura nicht.
Yo, ist ey, real talk, das sieht so gefährlich aus, ne? Es gibt ja jetzt seit neuestem diese Wurzelblöcke, diese Mangrove Roots. Was ich mich aber jetzt frage, ist, was passiert, wenn man diesen Block jetzt abbaut mit einer Fake-Touch-Spitzhacke? Wir gucken mal, was passiert, ob wir nur den Wurzelblock bekommen oder ob wir auch das Wasser mit dabei halt bekommen, ne? Und jetzt finden wir es raus in 3, 2, 3, 2, 1. Nur den Wurzelblock. Leute, Schlamm. Wir alle hassen Schlamm. Aber der nächste Mythos besagt, Schlamm löscht mich, falls ich brennen sollte. Wir finden es jetzt heraus. Und? Nee, ich werde nicht gelöscht. Schade. Nächste Mythos. Anscheinend soll es eine neue Schadensanimation geben. Kann ich direkt schon sagen? Ja, es gibt eine neue Schadensanimation. Wenn ich einmal kurz hier ein Skelett herhole und ich werde abgeschossen vom Skelett, bekomme ich Damage von der Seite. Also ich kann sagen, obwohl ich nicht hingucke, dass der Damage von rechts kommt. Nächster Mythos, Netherholz kann nicht verbrennen. Ich meine, es würde keinen Sinn ergeben, wenn diese Planks jetzt verbrennen würden. Ja, also ich glaube, da passiert nichts mehr. Pass auf, wie wir alle wissen, wenn man ein Goldrüstungsteil anhat, dann greifen einen Piglins nicht an. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, was passiert, wenn ich diese Rüstung anziehe, die mit Gold verschönert wurde? Greifen mich die Piglins jetzt immer noch an? Wir finden es heraus. Und sie greifen mich an, was aber Real Talk keinen Sinn ergibt. Anscheinend soll es kein Ende im End geben. Wenn wir uns zu diesen Koordinaten tippen, sehen wir, hier ist irgendwas faul. Also ich denke, das hier beweist, dass es anscheinend ein Ende gibt. Und zwar, je länger wir in diese Richtung jetzt hier fliegen, hier geradeaus, es wird keine Insel mehr kommen. Also es gibt ein klares Ende im End. Kommen wir zu einem der besten Mythen. Ihr seht meine Tastatur. Ihr seht, wie bunt sie ist. Der Mythos jetzt heißt, man kann bunte RGB-Rüstung machen. Anscheinend soll das mit dem OP-Gap gehen, weil der OP-Gap ist OP und so. Und dann so, wisst ihr, so, es geht nicht. Uff, aber bitte, 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 ich will das haben, Junge. Ich denke, wir alle haben schon mal so ein kleines, süßes Babyschwein gesehen, ne? Ich denke mal, wir alle haben auch mal so einen kleinen Piglin hier gesehen. Aber anscheinend soll es auch Baby-Piglins geben, die auf Baby-Hoglins reiten. Da, was? Digga, was? Warum, was? Digga, hä? Wir sind zu dritt auf einem Schwein. Nächster 21 Mythos. Und zwar kann man seit neuestem durch Dehydration sterben. Das kennt man ja auch im Real Life, wenn man nicht so viel trinkt. Aber warum sollte das in Minecraft gehen? Es gibt jetzt einen neuen Slash Damage Command. Und wenn man jetzt hier Dry Out auswählt und ich töte mich, dann steht hier, wichtiger Died from Dehydration. Also, ich bin dehydriert. Wie wir ja wissen, oxidiert Körper nach einer Weile und wird ja dann so, was auch immer das hier ist, von der Türkis, kaum. Und der nächste Mythos besagt, dass man diesen oxidierten Copperblock durch einen Blitz wieder normal zu Copper machen kann. 3, 2, 1. Bro, ich dachte mir gerade, was ist das für ein Schwachsinn? Aber das stimmt ja einfach, hä? Der nächste Mythos besagt, dass es in Wüstendörfern einen Brunnen gibt, der verbuggt ist. Passt auf. Wir haben ja einmal den Brunnen und wir sehen schon direkt hier, wo das Kamel gerade drin ist. Also hier fehlen zwei Wasserblöcke aus irgendeinem Grund und das dürfte eigentlich nicht sein. Der nächste Mythos besagt, dass Füchse im Schnee stecken bleiben können, wenn sie auf Jagd gehen und halt diesen einen Sprung machen. Oh mein Gott, er hat's gemacht. Digga, was? Okay, also Füchse können im Schnee stecken bleiben. Hä, wie interessant. Der nächste Mythos besagt, dass Füchse MLG'en können. Bitte nicht nachmachen, Leute. Guck mal hier. Hier ist ein Wassereimer, ja? Du musst den Eimer kurz nehmen. Du machst jetzt ein MLG, okay? Bist du bereit, Bruder? Bist du bereit? 3, 2, 3, 2, 1, 2. Come on. Der nächste Mythos besagt, dass Lamas 15 Blöcke weit spucken können. Das finden wir jetzt heraus. Einmal bitte mich anspucken. Okay, das war schon mal weit. Ich glaube, es war schon mal 14. Aber sind 15 machbar? Ja, okay. Auf jeden Fall. Okay, 15 Blöcke sind sowas von drin. Kommen wir zum nächsten Mythos. Man kann mit den neuen Bücherregalen, ebenso wie hier, verzaubern. Und das finden wir jetzt heraus. Oh, ich dachte kurz. Nee, man bekommt die normalen nur. Also leider zählen sie nicht. Wie wir alle wissen, kann man Rüstung, die mit Curse of Binding verzaubert ist, nicht mehr ausziehen. Egal, was man versucht, man kann sie nicht ausziehen. Und der nächste Mythos besagt, dass man anscheinend doch diese Rüstung noch ausziehen kann. Seit der neuesten Version kann man nämlich jetzt Rüstungen austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Rechtsklick drücke, kann man einfach die Rüstung austauschen und man hat sie dann sozusagen wieder ausgezogen. Kommen wir zum nächsten Mythos. Anscheinend soll es seit der neuesten Version ein /Ride-Command geben. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Command eingebe, lande ich auf dem Schaf neben mir und ich kann jetzt reiten. Das ist sehr, sehr sweet. Keine Angst, bevor irgendjemand es dachte, ich belasse es beim Schaf. Man kann auch den Enderdrachen reiten. Das ist so geil. Real Talk, das ist geil. Ihr kennt ja bestimmt das Feature, dass man Mobs umdrehen kann mit einem Dinnerbone-Name-Tag. Geht das Ganze auch mit einem Schalker? 3, 2, 1. Wait, ja, wir
könnten ihn umdrehen. Ich glaube, wir haben alle mal schon mal von einem Killer Rabbit gehört. Das ist der kleine Atze hier, der mich jetzt umbringen will. Doch der nächste Mythos besagt, dass man diesen Killerhasen wieder nett machen kann über das Nametag Toast, weil man ja Hasen mit Toast benennt, verändert das den Hasen und der Hase wird dann so halt anders. Und... okay, erstens, der Killerhase heißt nicht mehr Killerhase, sondern er heißt jetzt Toast. Aber er ist immer noch aggressiv. Okay, ja, okay, er ist immer noch aggressiv. Also er will mich immer noch umbringen. Der nächste Mythos besagt, dass die Items in dem neuen Raft in der Kiste drin bleiben, wenn man das Raft erbaut. Okay, nee. Also ihr wisst ja, man kann man Trident ja so machen. Und wenn man jetzt, während es regnet, immer wieder so auf diesen Slime runter sich drauf boostet, so, dann fliegt man immer höher. Also lass uns mal gucken, ja? Wir gehen nach oben und jetzt boosten wir nach unten. Und es funktioniert, oh mein Gott. Bro, das ist geisteskrank, wirklich. Der nächste Mythos besagt, dass man direkt ins neue End kann über einen bestimmten Bug, okay? Und jetzt müssen wir hier unten uns einfach hier hinstellen, neben den Pisten, drücken den Knopf und wir landen. Und sieh mal einer an, wir sind ja real talk einfach hier gelandet, ne? Digga, das ist krank. Das heißt, hätte ich eine Spitzhacke dabei gehabt, hätte ich mich freibauen können und dann krank, damit das das war. Ihr fragt euch gerade sicherlich, was der rechte Block ist, oder? Was ist, wenn ich euch sage, dass der rechte Block kein Texture Pack ist und wirklich existiert? Würdet ihr mir glauben, Leute, hä? Schreibt's in die Kommentare. Aber Auflösung kommt jetzt. Also dieser Block hier ist eigentlich nur ein Dia-Block mit 5 Skulk-Veins drumherum. Und der sieht halt aus irgendeinem Grund genauso aus wie so ein Magma-Block, nur halt in Blau. Und ich finde, das ist voll geil. Leute, ihr kennt ja diesen Partikeleffekt bei Redstone. Aber wenn man drüber läuft, wird der Redstone ein bisschen heller und da kommen diese Partikel. Und der nächste Mythos besagt, dass man, wenn man Level drüber wirft, anscheinend voll viele von diesen Partikeln erschaffen kann. Also ungefähr so... lol. Jetzt mal ganz ehrlich, Digga, wie episch kann bitte etwas aussehen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Junge, oha. Der nächste Mythos besagt, dass man anscheinend Reinforced Deep Slate mit Silk Touch abbauen kann. Eigentlich kann man nämlich diesen Block nicht abbauen, nicht bekommen. Es dauert wirklich ungemein lange eigentlich. Währenddessen könnt ihr ein Like da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und einen Kommentar schreiben. Kommentar schreiben mit euren Ingame-Namen und ein Cosmetic, was ihr haben wollt. Oder ihr könnt die neue Crown, die Crystal Crown abchecken im BRC-Store. Zack, habt ihr gesehen? Er ist nicht gedroppt. Jetzt aber einmal mit Silk Touch und wir gucken, ob der Block droppt. Was? Er droppt nicht. Anscheinend soll jetzt seit neuestem aus einer Jukebox auch so Partikel kommen, dass Musik läuft. Und das ist der Fall. Das gab es ja schon in der Bedrock-Version, aber ich glaube, in der Java ist das neu. Wie wir ja wissen, die pinnen sich Dracheneier im Radius von ungefähr so 10 Blöcken irgendwo random hin, wenn man es anklickt. Und der nächste Mythos besagt, dass dieses Ei im Void sich nirgendwo hintepinnen wird, weil halt kein Bock da ist, wo es sich hintepinnen kann. 3, 2, 1. Okay, nee, es depilt sich einfach irgendwo hin und fällt ins Void. Der nächste Mythos besagt, dass man sich mit einem Powder Snow Bucket im Nether löschen kann. Also wenn man jetzt brennen sollte, oh mein Gott, nein, da kann man sich ja nicht mit Wasser löschen. Aber anscheinend soll es mit Powder Schnee gehen und das finden wir jetzt heraus. 3, 2, 1. Oh, das funktioniert. Der nächste Mythos besagt, dass man Ziegen mit Hörnern anlocken kann. Und das finden wir jetzt heraus. Hä? Es funktioniert nicht. Man kann keinen einzelnen Sapling im Wasser platzieren. Und demnach kann auch kein einziger Baum im Wasser wachsen. Doch der nächste Mythos besagt, dass das eine Lüge ist. Und zwar soll man Mangroven-Saplings im Wasser platzieren, geht schon mal. Und das Wachsen dürfte auch kein Problem sein, yo. Der nächste Mythos besagt, dass geladene Crossbows, wenn sie auf den Boden geworfen wurden, ungeladen aussehen. Das heißt, nehmen wir an, dieser Crossbow ist geladen und wir droppen ihn hin, sieht er so aus. Aber wir testen es mal direkt. In der Hotbar im Inventar. Sieht ganz normal aus, wenn wir droppen. Ist es wieder ein ungeladener Crossbow? Es gibt jetzt den neuen Piglin-Head und die bekommt man, wenn Piglins mit einem Charged Creeper umgebracht werden. Die Frage ist nur, kann man diese Köpfe auch bekommen, wenn man Piglin-Brutes durch einen Charged Creeper töten lässt? Kein Kopf. Wie versuchen es nochmal? Nochmal kein Kopf. Nochmal kein Kopf. Und nochmal kein Kopf. Ich denke, der Mythos ist falsch. Beide Sprünge sind machbar. Ich denke wahrscheinlich jetzt Hals, Maul. Nur rechts ist machbar, links geht nicht. Aber wir gucken uns das Ganze mal an, ja? Also wer rechts gesagt hat, ja, rechts ist machbar, das kann man, glaube ich, easy schaffen. Das ist stabil. Also wer meint, dass der linke nicht geht, guck mal zu, ja?
Boah, Junge, Alter. Der nächste Mythos besagt, dass wenn man mehrere Effekte gleichzeitig hat, sich die Effektpartikel der einzelnen Tränke vermischen. Sprich, wenn ich jetzt Night Vision mir gebe, sind es ja eigentlich so blaue Partikel. Und wenn ich mir Sprungkraft gebe, sind es ja eigentlich so hellgrüne Partikel. Und wenn wir uns die gleichzeitig geben sollten, dann kommt so eine Mischung aus den beiden so türkis oder so raus. Und wir bekommen türkis, das ist wahr. Das Ganze funktioniert auch natürlich auch bei den anderen Tränken. Das heißt, einmal jetzt hier orange und dann hier so ein ganz helles Blau wird zu, ja, so sandfarbig auch. So richtiges Giftgrün und rosa wird auch wieder zu so einem sandähnlichen. Also es ist krass. Der nächste Mythos besagt nämlich, dass wenn man Fäden über Lava platziert, die Lava-Sounds einfach verschwinden. Jetzt gerade hören wir ja Lava. Hier, ich kann noch mal kurz die Subtitles anmachen. Wir hören das, wenn ihr unten rechts guckt, da Lava pops. Wie sieht es aber aus, wenn wir jetzt Strings drüber machen? Das heißt ungefähr so. Hören wir immer noch Lava-Sounds? Nein! Nächster Mythos, man kann Chorusfrüchte im Wasser nicht benutzen. Weil wie ihr wisst, tippen ein Chorusfrüchte in der Gegend irgendwo hin, wenn man die isst. Aber jetzt gucken wir mal, ob es im Wasser geht. Und es geht ehrlich nicht. Okay, passt auf. Das ist wahrscheinlich die schnellste Art und Weise, sich in Minecraft zu bewegen. Wir brauchen einmal Soul Speed 3, Death Strider 3. Zack. Wir brauchen Dolphin's Grace. Okay. Wasser in Kombination mit runter halt Seelensand. Und dann sieht das Ganze so aus. Junge, Alter, Digga. Junge, es lädt nicht mal so schnell. Das ist halt einfach geisteskrank, ja. Also wie schnell man damit gerade ist, ist unbeschreiblich, ja. So sieht es by the way aus, wenn man jetzt versucht, einen Riesensprung zu schaffen damit. 17 Blöcke. Fällt euch irgendwas auf? Okay, vielleicht jetzt. Fällt euch jetzt was auf? Ja, okay, die Herzen. Aber was ist, wenn ich jetzt... Es gibt einen Minecraft-Snapshot, wo es anscheinend möglich ist, Blöcke aufzuheben und dann Hand zu halten. Okay, und anscheinend war das so ein April-Scherz von Minecraft. Und deswegen gucken wir mal. Also, man kann also Blöcke aufheben und wir gucken mal, okay? Ich habe aber so einen süßen Block in der Hand. Oh. Hallo. Oh mein Gott. Wow! Wow! Das wollte ich nicht! Bro, ich kann... Oh nein! Bro, ich hab sein Crossbow weggenommen, Digga, jetzt. Jetzt sitzt er da auf meinem Kopf wie so ein Idiot. Was ich mich gerade frage, wie sieht's eigentlich mit dem anderen Drachen aus? Man kann den reiten? Ich gehe in den Dschungel rein, let's go! Okay, der nächste Mythos besagt, dass man Skeletten und generell Mobs halt so Spyglasses ins Gesicht werfen kann. Guck mal hier. Digga, was? Digga, man kann Saplings auf Matsch platzieren. Auf Erde kann man es ja obvious platzieren. Aber wie sieht es bei Matsch aus? Ich würde sagen 3, 2, 3, 2, 1. Oh, wie geil. Okay, es ist machbar. Zuckerrohr wächst auf rotem Sand schneller als auf normalem Sand. Das finden wir jetzt heraus. 3, 2, 1. So, und jetzt gucken wir zu, was schneller wächst, ja? Oh, und es ist gleich schnell. Der nächste Mythos besagt, dass man auf gestackten Stridern reiten kann. Das heißt, jetzt haben wir hier mal so ein Zweier-Stack. Und wir gucken, können wir jetzt reiten? Nee, können wir nicht. Gerüste und Bambus-Falltüren haben anscheinend die gleiche Textur. Auf den ersten Blick sieht man das jetzt eigentlich nicht. Aber wir gucken mal, setz es mal einfach hier dran. Okay, und wir gucken mal. Ja, okay, ich verstehe, was damit gemeint ist. Dieses Gitternetz in der Mitte fehlt ja leider halt, ne? Aber an sich, ich check das, ja, ja, ja. Ich akzeptiere es mal als wahr. Ihr seht ja, hier ist gerade Dschungel. Und der nächste Mal sagt, dass man überall, wo man will, das Biom ändern kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und wir wollen bis hierhin zum Beispiel Sumpf machen, dann machen wir das und wir haben hier Sumpf. Die gute alte Diamant-Chestplate mit Curse of Binding. Meint ihr, wenn ich dem Elle diese Rüstung gebe, dass er sie dann wieder mir zurückgibt? Das ist eine gute Frage. Wie findest du raus? In 3, 2, 3, 2, 1. Und komm her. Okay, ja, er gibt sie zurück. Die 21 soll einem anscheinend jetzt eine Möglichkeit bieten, jeden Block so groß zu machen, wie man will, oder so zu stretchen, wie man will. Und das finden wir jetzt heraus. Und zwar einmal den Command eingeben hier und dann haben wir einmal ihn hier. Und wenn wir jetzt diesen Hebel umschalten, dann, also wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, was passiert, deswegen gucken wir mal. Willst du mich verarschen? Bro, was ist das? Wow, 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 was ist das denn jetzt? Digga, er wird immer größer. Ja, also das ist schon ziemlich nice, oder? Der nächste Mythos besagt, dass Phantoms Angst vor Katzen haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier warten und wir warten, bis Phantoms uns Angst... Wait. Krass. Was? Die kommen nicht, ne? Der nächste Mythos besagt, dass ein Villager, der Fischer ist, auf der Textur den alten Fisch hat. Also damals in Minecraft gab es eine Fischtextur. Dann wurde irgendwann geändert. Und wenn man jetzt mal hier guckt, dann sieht man auch schon, dass hier einmal der alte Fisch drauf ist. Der nächste Mythos besagt, dass man mehrere Dripstones ineinander kaputt schießen kann mit einem Piercing 4 Trident. 3, 2, 3, 2, 1. Oh, nee. Er hat nur einen kaputt geschossen. Okay, warte nochmal.
Ja, nee, das ist schade. Der nächste Mythos besagt, dass man diese zwei Köpfe, die ich in meiner Hand halte, beide sich so bewegen, wenn sie bepowert werden. Und das finden wir jetzt heraus. Einmal den Enderdrachen und einmal den Pegeln. Und die beiden bewegen einmal die Ohren so auf süß. Und der Enderdrache macht halt so Mund auf und zu, so mal. Nächster Mythos ist, es gibt anscheinend in Minecraft einen Lichtblock. Pass auf, Light. Das heißt, wenn man den platziert, steht hier 15. Weil 15er Lightstärke oder so, keine Ahnung. Füchse springen höher als Frösche. Oh, okay. Das waren ungefähr so 4 Blöcke. Ja, okay, doch, auf jeden Fall. Frösche springen sowas von höher als Füchse. Ja. Ja, doch, ja. Der nächste Mythos besagt, dass man die Elytra wie die normalen Rüstungen verschönern kann mit den Templates. Das heißt, einmal das Template rein, ein Diamant rein oder sowas und die Elytra und es geht nicht. Der Schwanz von einem Hund kann sich in sich selbst eindrehen, wenn er extrem viel Heilung bekommt. Und jetzt gebe ich diesen Effekt und jetzt geht der Schwanz immer höher. Oh mein Gott. Woran nehmen Kamele Schaden? An Kakteen. Aber dann erklärt bitte mal das. Digga, die paaren sich einfach mit Kakteen. Aber wenn Kaktus hier steht, dann laufen sie gegen und sterben, oder wie? Ja, ja, ja. Wir kennen das Problem. Wir wollen dieses eine bestimmte Bild. Aber wir müssen so lange suchen, bis wir das bekommen, weil immer ein anderes Bild kommt, Digga. Oh, das Warten hat aber ein Ende. Denn es gibt jetzt an 9.1.20 endlich strukturierte Paintings. Man kann jetzt genau gucken, welches Painting man will. Oh, genau das wollte ich haben. Danke. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch so geil. Beim nächsten Mythos soll sich anscheinend meine Sprache ändern. Hier, excited ZE. Was zum... Was ist passiert? Bandana, Oletta, Targe, Hatchet und Timba? Sexan. Das ist die Sprache der Piraten. Bro. Good looking brown pebbles. What the f... Der nächste Mythos besagt, dass man Feuerbälle eines Gars wegrodden kann. Sprich, mit einer Angel zieht man dann so die Feuerbälle weg. So ungefähr, so zack, und dann kann man die, wisst ihr, warte, zack, boom, wisst ihr, so, oh, habt ihr gesehen? Also wirklich, das ist krass. Der nächste Mythos besagt, dass Villager komplett anfangen zu schwitzen, wenn ein Raid in ihrem Dorf stattfindet. Das werden wir jetzt einmal beobachten, denn wir bleiben einfach jetzt hier im Haus, warten, bis alle seine Freunde getötet werden und wir gucken, ob er schwitzt, okay? Also er verhält sich schon mal sehr panisch und er schwitzt sowas von, habt ihr gesehen? Digga, du machst alles nass. Chill mal. Wenn man einen Knochen auf ein Spielerhead applied, zum Beispiel auf meinen, dann wird dieser im Mund des Spielers angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Command eingebe, sollte ein Knochen in meinem Mund spawnen. Und wir gucken. 3, 2, 3, 2, 1. Digga, ich habe aber Knochen in der Fresse. Ich sehe nichts, Digga. Der Feuerball vom Drachen kann Ender Crystals vom Drachen zerstören. Oh! Nein, es geht nicht. Der nächste Mythos besagt, dass man den Enderdrachen in dieser Version hier in der 1531a aus irgendeinem Grund spawnen kann mit irgendeiner Clay-Creeper-Struktur. Fragt mich nicht warum. Es ist so random, wirklich. Guckt euch das mal an. Wirklich. In meinem Leben habe ich noch nie so was Verwirrendes gesehen. Guck mal jetzt hier und auf einmal ist da ein Enderdrache, Digga. Es macht keinen Sinn. Warum ist das so? Man kann Minecraft durchspielen, ohne den Enderdrachen zu töten. Wenn man nämlich ins End geht und man direkt ein Enderkristall auf dem Boden platziert, dann wird der Enderdrache nicht gespawnt. Und das versuchen wir jetzt. Let's go. Okay, nächster Versuch. Let's go. Yo, wir haben's. Aufgepasst. Was ihr jetzt sehen werdet, ist kein Enderdrache und ich kann Minecraft durchspielen, ohne überhaupt den Enderdrachen besiegt, getötet oder generell bekämpft zu haben. Und das ist krass. Man kann über einen neuen Command riesige Phantoms erstellen, die gefühlt aussehen wie Drachen. Hier erstmal mit der Größe 10. Ja, es ist sehr groß, sehr groß. Okay, das ist 50. Digga, ist das Teil groß. Bro! Oh mein Gott, Digga. Es ist unmöglich, diesen Tower von Powder Snow hochzugehen. Aber der Mythos ist falsch, denn du hast Lederschuhe. Du kannst mit den Lederschuhen einfach da reingehen und jetzt springen. Oder gefühlt sogar hochklettern, Bro. Du kannst einfach hochklettern. Und das ist halt genial, wirklich. Ich finde, deswegen sind Lederschuhe ultra underrated. Wir kennen ja alle den Game Rule Keep Inventory, bei dem man sein Inventar nicht verliert, wenn man stirbt. Was passiert aber, wenn man eine volle Diamantrüstung trägt, die Curse of Vanishing hat? Jetzt bin ich gespannt. Schreibt in die Kommentare, was passiert. Behalten wir die Rüstung oder ist die Rüstung weg? 3, 2, 1, go! Yo, wir behalten... Ja, wir behalten sie an. Hä, wie geil. Digga, ich war kurz verwirrt, ne? Aber krass. Wenn man diese Kuh mit einem Blitz abschießt, wird sie braun. Und der nächste Mythos besagt, wenn ich jetzt diese Kuh mit Pflanzen füttere, zack, und ich mir dann mit einer Suppe eine Suppe hole, ist das eine Suspicious Stew. Und dieses Suspicious Stew hat jetzt die Effekte, die man eigentlich mit der Cornflower hätte craften können. Jump Boost. Wenn ich jetzt aber eine Dandelion gebe, bekomme ich
Saturation. Und wenn ich eine Wither Rose gebe, bekomme ich, wer hätte gedacht, den Wither-Effekt. Und das nicht nur einmal, sondern doch nur einmal. Der nächste Minus besagt, dass Villager vor den Zombie-Sounds Angst haben. Das heißt, wenn wir jetzt einen Nomenblock erstellen mit einem Zombie-Kopf und wir drücken, dann kommen dann Zombie-Sounds und der Villager hat Angst davor. Das finden wir raus. Nee, seit der 9.21 soll es jetzt im Creative Tab ein neues Fenster geben, wo noch mehr und geheime und so Creative Items drin sind. Und das Ganze schaltet man frei über Escape Options, Controls und Operator Items Tab on. Und jetzt haben wir hier unten rechts, oh, die geheimen einmal, vier Bilder, Wind, Wasser, Feuer und Erde, plus von 0 bis 15 die Lichtlevel und verschiedene Command-Blöcke, sowie der Barrier und den Debug-Stick. Anscheinend soll es einen OP-Bug geben, weil dem das Schild permanent ausgefahren ist, man sozusagen nie gehittet werden kann von seinen Gegnern, aber man trotzdem hitten kann. Das Ganze versuchen wir jetzt. Das heißt, man muss ins Portal reingehen, geblockt und lässt dann hier los. Und wenn wir jetzt gegen die fighten sollten, ist unser Schild die ganze Zeit oben. Und wir können die halt jetzt fighten. Seht ihr, wie OP das ist? Das ist so krank, Digga. Der nächste Minus besagt, dass man die Chorus Flowers, also diese dicken Dinger oben immer an diesen Bäumen, kaputt schießen kann mit allen Projektilen. Und das versuchen wir jetzt, weil ihr wisst ja, wie gut mein Aim ist. Deswegen, also Trident, check. Crossbow, check. Bogen demnach auch, check. Schneeball und Eier. Oh nein. Hey, wait, habe ich gerade einfach noch nicht getroffen? Ja. Aber ja, anscheinend es ist krass, ja, es geht. Es ist geil. Eisengolems schlagen einen ja immer zurück, wenn man sie angreift. Aber der nächste Mythos besagt, dass Eisengolems, die im Wasser sind, einen nicht mehr angreifen. So, er ist jetzt komplett im Wasser und ich würde sagen, wir greifen ihn erstmal an und gucken. Und er greift uns nicht an. Man kann Turtle Helmet, genauso wie alle anderen Rüstungsteile, im Swiffing Table mit einem Template verschönern. Das finden wir heraus. Einmal das Template rein, den Helm rein und es funktioniert. Let's go. Kommen wir zum letzten Mythos. Mythos Nummer 100. Die Explosion des Enderdrachens wird exponentiell größer, je mehr Enderdrachen sterben. Das finden wir jetzt heraus. Wir haben aber zwei Hebel hier. Wir haben einmal einen Hebel hier, um ein paar von den Dingern zu spawnen. Bro. Ey, ich weiß nicht. Wollen wir übertreiben? Lass uns richtig übertreiben, okay? Lass uns richtig übertreiben, alright? Okay, und auf drei drücken wir den Hebel, okay? Auf drei, okay? Eins, zwei, oh mein Gott. Drei, come on, oh mein Gott. Ja! Bro! Das sah schon sehr geil aus, aber ich kann euch hier kurz nochmal einblenden, wie es eigentlich aussehen hätte sollen. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat, aber Credits an Skip the Tutorial. Aber Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt gerade noch einen Kommentar mit euren Ingame-Namen und dem Cosmetic, was ihr unbedingt haben wollt in Minecraft. Und dann vielleicht gewinnt dieses Ganze, wird aufgelöst im nächsten Video. Ansonsten, schönen Tag euch noch. Bis dann. Ciao.